Wir sind ein Magnet für viele Flüchtlinge der Welt durch hohe Asylsozialleistungen, die es in unserem Land gibt, die höchsten in Europa. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir die Sozialleistungen für Asyl anpassen, dass wir sie reduzieren, dass wir auch dafür sorgen, dass es Unterschiede gibt zwischen denjenigen, die berechtigt in Deutschland Asyl beantragen können und die, die einen abgelehnten Asylstatus haben. Auch da muss es Unterschiede gemacht werden. Derjenige, der unser Land wieder verlassen muss, muss deutlich geringere Leistungen erhalten und auf Sachleistungen zurückgestellt werden.